Ja, hallo und willkommen zur Rückpartie der Revanche. Dieses Mal der Mephisto 3 mit den schwarzen Steinen. Exklusiv 4 schlägt auf. Ich weiß auch nicht, was da gelaufen ist. Irgendwie wurde von einer Tarantel gestochen. Das hatte schon beinahe menschliche Züge in der letzten Partie. Nachdem der Mephisto 3 den E5-Bauern ja quasi eingestellt hat, er konnte wegen Grundreihenmatt nicht zurücknehmen. Ging die ganze Partie den Bach hinunter. Ich hatte mir dann später noch eine andere Variante angesehen. Was ich gedacht hätte, was man vorher hätte spielen können, das wurde dann unentschieden. Da müssen wir erstmal hier Resetos machen, weil die Stellung, die müssen wir uns nicht genauer ansehen, die ist kaputt. Und dann, wie gesagt, er hat Weiß. Ich würde gerne lieber E4 haben hier. Der Mannschaftsführer hat entschieden hier. E4. Springer F3. Jetzt kann man es blöd finden, dass er quasi nur Eröffnung von der Stange spielt hier, aber sagen wir mal ehrlich, wenn er Königsgambit mitspielen würde und würde dann blöd aus dem Buch rausgebracht werden und würde dann nur noch Queb spielen, da hätte man auch nichts von. A6, also Spanisch. Springer F6. Rochade. Das ist ja, die müssen das ja, die Bücher machen. Und die müssen die alle auch auf Feder abklopfen. Das heißt, sie können da nicht blind irgendwelche Varianten eingeben, obwohl, ja, seit dieser Chigurin-Sache vom Elite bin ich mir dessen gar nicht mehr so ganz so sicher. Aber zumindest um so nicht solche Sachen zu umgehen, machen die dann halt nicht ganz so viele Varianten. Das muss auch zu dem Gerät passen, was das spielt. Deswegen hat Mephisto das da später so gemacht, bei den Richard Lenk-Programmen, dass dann unterschieden wurde zwischen Turnierbibliothek und, das gibt ja Turnierbibliothek und Zufall. Also bei Zufall spielt er dann wirklich alles und bei Turnierbibliothek dann eben nur bestimmte Varianten, um quasi, ja, dann spielt man dazu, wie es dieses Richard Lenk-Teil spielen würde, wenn er bei, meinetwegen bei Weltmeisterschaft mitspielt. Da kannst du ja nicht ankommen mit deinem Computer und dann hier die wildesten Gambits spielen lassen. G7, G5 und damit schubst er ihn out of book. Ja, wird die Festung sonst wohl nicht anders los. Deswegen muss er schon G5 ziehen, er hat nicht rochiert. Das ist natürlich der Vorteil bei der Sache, aber die andere Frage ist, ob es jetzt besser aussieht, groß zu rochieren. Der Exklusiv 4, total überrascht, was ist der los hier im Staat Dänemark? Was macht er denn da? 0,15 im Plus, sofort hier Plus. Das kann nicht gut sein. Wie jetzt weiter? Springer H5, F4 geht ja nicht wegen Springer E5 schlägt, dann hängt er auf A, weil gut Springer G3 schlägt. Aber ich glaube nicht, dass Springer H5 eine Option ist. Man würde ja gerne den H-Bauern mal laufen lassen. Mit H5. Springer G5 schlägt H4, dann wäre der Läufer quasi schon weg. Also müsste H5 ja tatsächlich machbar sein. H5 und meinetwegen Springer G5 schlägt H4, dann hat der Läufer keine Felder mehr. Deswegen müsste er schon was anderes machen gegen H5. Das sieht schon gefährlich aus. Weiß hat rochiert, Schwarz kann mit dem Bauern marschieren. Ich glaube aber, das wird wieder rausselektiert, diese H5. Nehme ich mal an. Könnte zwar als Info drücken, aber da steht ja sich zwangsläufig das, was er halt auch ziehen wird. Also das sind so Züge, das kommt ihm wohl zu absurd vor, H5. Da müsste er schon Bruce Force rechnen. Bruce Force Programm würde wohl schon auf die Idee kommen, auch H5 nachzurechnen. Das ist ja beim Roma, kann man ja beispielsweise das Einstellen, die selektiven Sachen, dass man jemand wegen sagt hier, zwei Halbzüge Bruce Force und dann selektiv oder vier Halbzüge Bruce Force und dann selektiv. Zwei wäre vielleicht machbarer.
Dann würde ich auch sowas berechnen, auch H4, beim H5, Springer G5. Und dann wird er vielleicht auch auf die Idee kommen, ja gut, da müsste man schon vier Halbzüge machen, dann H4. Da wird er schon eher drauf kommen. Aber wenn das selektiv ist, dann muss ich erst entscheiden, was sind seine Kandidatenzüge. Und wenn der H5 da nicht bei ist, dann ist das eben nichts. Ist das eben so. Das ist ja genauso, als wenn man selber spielt. Man würde jetzt auch nicht in dieser Stellung hier mit Weiß, würde man auch nicht hier rechnen, hier A4, A5, B5 schlägt Springer D4, also quasi jeden Müll mitrechnen. Dann macht man das ja auch, man guckt sich die Stellung an und dann sucht man sich so raus, was sind denn so die Kandidatenzüge, welche ich jetzt genauer ansehe. Und mit den Zügen macht man das dann. So eine Art Allesrechnen geht sowieso nicht. Das mag zwar Leute geben, die dann behaupten, na, ich habe in jungen Jahren hab ich versucht, alles zu berechnen, aber das, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Brüller ist. Vielleicht zeugt das ja eher vom mangelndem Schachverständnis, wenn man alles berechnen muss. Was ist denn, wenn Schwarz den nimmt? Ich glaube, nehmen ist gar keine Option. Springer D5, Bauer D5, da muss der Springer von C6 weg, der Kopf E5 schlägt. Es droht D6 schlägt, F6 schlägt. Ich glaube, Springer D5 wäre schon kaputt. Dann ist da kaum noch was zu retten. Als Rochade käme große Rochade in Frage. Ist H5 immer noch eine Option? Könnte man sich auch fragen. Vielleicht Springer G5 H4. Können wir mal kurz gucken hier, mal neugierig hier. E5 schlägt D4. Kann er dann E5 ziehen? E5 schlägt D4 und E5. Das wäre ja ungefähr, obwohl Springer D5, D6 schlägt. Was rechnet er denn darauf? Auf E5 schlägt D4. E4, E5, da rechnet er sogar mit. F6, D5, E5, D6, C7, D6. Minus 1,60. Also dann sollte er den Zug doch lieber lassen. Was rechnet er denn hier? Er sagt sich, Lippo, Turm AB8 sieht gut aus, aber auch nur für ihn. So ganz merkwürdig, Turm AB8, auf so eine Idee würde kein Mensch kommen. Logarex 38031, der Zollstock. Mit Werbung. E8, C8. Oh, er rochiert jetzt doch hier. Groß. Es wäre auch zu wahnsinnig gewesen, dieses zu machen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, wenn jetzt Turm G8, H5. Dann kommt dieser Bauernsturm am Königsflügel. A4, er will jetzt hier sofort hier Butter bei der Fische. A4 hier, zeig mal, was er kann. A4. H5 wäre eigentlich meiner Meinung nach immer noch eine Option. Die Läufer decken ja A8, A7. Wenn er nimmt, nimmt der Bauer wieder H5, B5, B5. Und was will er da machen? Springer G5, Turm G8. H4. Sieht doch schon sehr gefährlich aus hier alles. Ich habe jetzt mal so einen Systemsound mal ausgemacht, damit dieses Tick, 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 dass das nicht unbedingt im Video drin ist. Ich frage mich, ob die Springer handgeschnitzt waren. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle Figuren handgeschnitzt sind. Vielleicht von dem König, vielleicht die Krone irgendwie. Dass seinen Grabstein, den er einmal schon vorsichtshalber mitträgt, die Springer und die könnten wohl gedeichselt sein, also dass das so gedreht wird und so ein Teil hier, dass das fährt das dann quasi ab, dieses Teil und dann werden die so geschnitten. Hier mal einer bei mir zu Besuch war, guckt sie meine Schachfiguren an. Oh, sind die handgedreht oder sind das wertvolle Figuren für 1000 Euro? Ich bin da nicht so der Fan von, dass ich jetzt irgendwie auf die Idee kommen würde, mir Schachfiguren zu holen für 1000 Euro.
finde, das muss man nicht haben. Die Tastatur könnte ich auch mal putzen. Irgendwann. Putzen schadet der Gesundheit. Ich mal auf einem Bild gesehen habe, die Frau wild am Sprühen mit ihrem Putzzeug. Das legt sie, geht in die Luft rein, weil das so neblig wird, das Zeug. Dann atmet die das ein. Schädlicher als Kettenrauchen. Der Liebwort hat da mitgenickt. Ja, genau. Putzen ist schädlicher als Kettenrauchen. Deswegen lebe ich auch so gesund. D4 schlägt. Naja. Also Turm G8, H5 wird wohl nicht kommen und H4 und sowas. Ich weiß nicht. Also ich finde das mäßig, dieses Schlagen. D4 schlägt. Gefällt mir nicht. C3, D4, aber vielleicht wieder Idee G4 und dann den Bauern sich einverleiben. Weil jetzt geht ja die H5-Idee nicht mehr. H5, G5 schlägt, H4, Läufer F4. Du musst dich entscheiden, ein paar Züge sind frei. Das ist, glaube ich, eher so eine Stellung, da muss man einen Zug zum König haben. Also D4 schlägt hätte ich nicht gemacht. Turm G8, H5 und dann H4, G4 und dann gib ihm mit den Läuferdiagonalen dann noch gut. Die Diagonalen sind eh nicht so am Start hier. Sind ja blockiert erstmal. Was will er denn spielen oder was berechnet er denn momentan? G5, G4. Springer raus muss auch erstmal auf B5 schlagen. B5. Damit C2, der Springer habe ich gar nicht gezogen. Ja gut, wahrscheinlich, wenn der Springer wegzieht, dann hängt ja einfach der D-Bauer. Also G4, Springer, keine Ahnung, wo kann er überhaupt hin? Nach D2 und dann Springer D4 schlägt. Damit hat der Mephisto nicht gerechnet, der Exklusiv 4. Er wundert sich, bin ich denn blind? Mamma mia. Man nennt sich egal, egal. D1, C1. Okay, der Springer hängt ja auch jetzt auf C6. F3 schlägt, Läufer C6 schlägt. Dann G2 schlägt, Läufer B7, König B7, B5 schlägt. Das sieht auch nicht so gesund aus. Aber ich tippe mal, diese Geräte werden beide nicht die Attacke Husaren sein im Angriffsschach. Also wenn er auf F3 nimmt, dann muss er sowieso auf C6 nehmen. G4, F3, D5, C6. Nein, doch nicht mehr. Doch, G4, F3, D5, C6, F3, G2, A4, B5, B7, C6. Was sagt er denn im Endeffekt zur Bewertung? 0,28 Lipo, alles im grünen Bereich. Ich stehe ein bisschen besser unter Exklusiv 4, sagt sich hier. Lebwohl alles im grünen Bereich, die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. D1, C1, C6, B4, er rechnet gar nicht damit, dass er schlägt. Ist ein bisschen schade, dass man, ja gut, das wäre gar nicht möglich gewesen, dass man quasi jetzt auch noch Variantenbäume ansehen kann. Das ist, glaube ich, hier, ich wüsste noch nicht mal ein Schachprogramm, wo das gehen würde. Dass man quasi nicht so normale Varianten sieht, sondern auch so Variantenbäume. Dass hier, wenn er jetzt meinetwegen hier Springer B4, dann ist so ein Variantenbaum, da geht rüber und dann, oder F3 schlägt, geht ein Variantenbaum, dass man auf einen Blick alle Varianten sieht. Das gibt, ich wüsste es zumindest nicht, vielleicht gibt es das ja tatsächlich. Kann ich nicht wissen. Während der Mephisto 3 mit 100 Megahertz sich noch überlegt, wie konnte ich die letzte Partie verlieren? Ich habe doch 100 Megahertz los. Ich Idiot. Ich stelle den Bauern ein, habe mich so geärgert. Habe dann kurze Zeit später die Dame eingetorft. Dann war die Partie beendet. Wieso habe ich E6 nicht gesehen? Das kann doch alles nicht sein. Er macht jetzt C6, D4 macht er jetzt hier. Ja, aber ein bisschen komisch aus. Springer D4, Springer D4.
Ist das nicht einfach Figurenverlust? Was sagst du denn als Bewertung? Minus 0,66. Er ist ganz verzweifelt, sieht nichts anderes. Springer D4, F3 D4, B6 D4. Dann würde kommen D1 D4, aber er sieht es nicht mehr. Es verschwindet im Nebel der Varianten. C6 D4. Ach, wahrscheinlich, weil der Turm dann hier hängt. Das könnte es sein. Dann vielleicht doch besser den Läufer erst mit Schach schlagen und dann den Springer schlagen. Weil wenn er den Springer schlägt und der Läufer fällt hier, dann ist die Festung und der Turm hängt ja gar nicht. Doch, nach Springer schlägt wieder hängen. Springer schlägt D4. Aber ich hatte eher gedacht, der Läufer wird zwischengeschlagen. Oder kann auch auf Läufer D4 schlägt, kann er. Ach, da kann gar nicht zurückgenommen werden. Meine Güte. Du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei. Hopp, plopp oder stopp. Der Lippo redet Müll. Hoppeli hopp. Meine Güte. Ich hab gedacht, er könnte jetzt hier zurücknehmen. Mit der Dame, die beim Lippo im Geiste, in einer imaginären, auf dem imaginären Blunderbrett in meinen Kopf, noch auf D1 steht. Unglaublich, aber wahr. Meine Güte. Fantastico. Lippo hatte schon die Figur gewonnen im Geiste. Vielleicht Läufer B7, König B7, B5 schlägt. Meine Güte. Das ist das Schöne an diesen Emulatoren. Man hat verschiedene Alternativen. Man kann quasi in der 100 MHz Mephisto 3 Variante dagegen spielen. Das gibt es auch als 12 MHz. Dann ist die Uhr nicht ganz so schneckenhaft. Oder einen Glasgow mit 130 MHz, 18-fach beschleunigt und all so eine Geschichten. Die Geräte kann man doch selbst gar nicht haben. Und das ist das Schöne, da kann man die zumindest gucken, was die so spielen im Emulator. Das ist das Interessante daran. Guck mal kurz an meine Kartoffeln. Not too long. So, hat er was gezogen? Nein, er überlegt noch. Eine Minute sind in Wirklichkeit 2 Minuten. Eigentlich ist das so gedacht bei diesen Beschleunigungen, dass eine Minute 30 Sekunden sind in Wirklichkeit. Das sehen wir aber nicht so eng. C8 B7. Wer hätte es anders erwartet? Vielleicht wäre auch, keine Ahnung, Stromausfall möglich gewesen. B5 schlägt. Ein bisschen kann das noch dauern da. Man muss ja immer noch bedenken, das ist ein 100 MHz Mephisto 3. Selbst wenn die normalerweise 8 MHz hätten, ist ja immer noch mehr als 10 mal schneller. Das heißt, er würde noch 10-mal länger brauchen für so einen Zug. Also wenn er jetzt hier mit Schneckenuhr eine Minute braucht, oder hier meinetwegen jetzt die 30 Sekunden oder was das war, dann wären das ja normalerweise 300 Sekunden. Was das in Minuten ist, mögen Sie es sich selber ausrechnen. Der Lippo hat da keine Lust drauf. Springer D2. Könnten 5 Minuten sein. Während der Mephisto recht flott spielt, also der Exklusiv 4. Der Mephisto 3 hat aber wieder einen Bauern mehr. In der ersten Partie hatte er sogar 2 Bauern mehr. Und hat da nichts draus machen können. Allerdings ist er jetzt auch. Was mich ein bisschen wundert, ist wirklich, dass diese 8-Bit-Variante mit 100 MHz im Emulator langsamer läuft als die 16-Bit-ESB-Variante mit 100 MHz. Das wundert mich da schon ein bisschen. Ich frage mich, ob diese 100 MHz-Version auch in Wirklichkeit existiert. Das gibt ja auch Mephisto MM4 meinetwegen oder Exklusiv 4. Den gibt es ja auch als 100 MHz-Version.
Deswegen könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass es den auch als Umbau wirklich gibt hier, den Mephisto 3 mit 100 MHz. Das ist den seine Selektivität, die den natürlich etwas drückt in der Spielstärke. Der berechnet ja nicht alle Züge und dann sind da eventuell Züge, die ausgefiltert werden, die eigentlich gar nicht so schlecht gewesen wären. Was will er denn hier ziehen? Lippo, guck mal her. D4, B6. D4, B6. Keine Überraschung für den Mephisto, der jetzt den Springer angreift mit dem Läufer. Ist er gefesselt am Turm? Geht dann Dame F? Ist er schon kaputt? Verliert er schon die Qualität? Wie will er den überhaupt decken? Mit Dame E7, Dame F4, Springer H5, Läufer schlägt, Springer schlägt und Läufer D8. Verliert er schon die Qualität? Hat er es schon eingepatzt? Hat er es verloren? Was will er denn ziehen? Dame E6. Okay, ist natürlich besser als Dame E7. H4, F6, ja. Ich würde den nicht sofort nehmen nach Dame E6, weil erstmal ist er gepinnt an der Qualität. Da könnte man erstmal noch einen Zug machen und dann vielleicht darüber nachdenken. Aber ja, Springer A5 Schach, Läufer Turm A5. Das so gehen würde dann. Natürlich kann der König nicht so ohne weiteres dann beiseite ziehen, halt wie König B8 auf Springer Schach, Dame C6, also auf Dame E6. Dame C6, und dann, wenn der Läufer den Turm nimmt, dann droht schon Turm A8 matt. Dann so würde man das natürlich ganz schnell in den Keller spielen. Aber erstmal muss der Springer gedeckt werden. Mögliche Kandidaten wären Dame E7, E6, E5. E7 fällt schon mal weg. Weil man fällt dann, man muss dann zwei Fesselungen aufheben. Das wäre das Problem. Also nicht nur die Damen, sondern auch die Turmfesselung. Also nicht nur die Turm, sondern auch die Damenfesselung, wie man es auch sieht. Ah, während der Exklusiv 4 jetzt erstmal wieder rum, natürlich wieder rechnet. Das müssen die halt ab und zu mal machen. H4, F6. Ich will es erstmal so stehen lassen. Soll doch Schwarz erstmal was machen gegen diese Festung. Vielleicht will ich Springer A5 Schach. Und dann, vielleicht will er deswegen nehmen, weil der Springer angegriffen ist. Springer D2. Ich kann nicht sagen, dass mir dieser Zug gefällt. Ich hätte eher gedacht, Springer A5 Schach. Dann Läufer Turm nimmt und dann vielleicht den Turm verdoppeln. Aber Springer D2 sieht mir doch ein bisschen sehr passiv aus. Gefällt mir überhaupt gar nicht der Zug. Null Komma 38. Das Blinken sagt mir, ich bin am Zug. Wie man einer so im Forum festgestellt hat, man kann hier, ich habe da nie drüber nachgedacht, man kann gar nicht das, also dieses Permanent Brain, das errechnet, wenn der Gegner am Zug ist, das kann man gar nicht abschalten. Das geht beim Fünfer aber auch nicht. Und beim Polger, ich habe da gar nicht drauf geachtet.
ob es bei den Emulatoren möglich ist, das abzuschalten. Also beim Polga-Emulator. Ich hatte den mal als Originalgerät, hab den aber nicht mehr. Was ist denn was? Ach, geht leider, 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 leider nicht. Ich dachte schon Turm A7 Schach, aber das funktioniert nicht. Mit der Idee, König schlägt damit C7 schlägt Schach, aber der Läufer schlägt einfach. Da müsste man den Läufer irgendwie ablenken. Mit Springer B3, und wenn der Läufer E5 kommen würde, dann Turm A7 Schach, Dame C7, Turm A1 Schach. Solche Ideen, da liefert immer so merkwürdigerweise so bösartige Ideen hier. Der böse Lippo und seine Bande. So, während der Mephisto 3 denkt, rechnet, tut und macht. C7, C6. Ja, warum eigentlich nicht? Minus 0,33. Ich muss mal eine Bratwurst holen. Es liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Luft. So. C7, C6. Oh, mit dem hat er jetzt sogar gerechnet. Dame C2 kommt wie aus der Pistole geschossen. Das kann mich nicht überraschen. Wahrscheinlich mit der Idee könnte ich mir vorstellen, den Turm zu verdoppeln, Turm A1. Turm EA1 ist wohl die Idee. Könnte ja böse sein. Man könnte ja sagen, Lippo, wenn du immer so gute Ideen hier hast, warum lust du dann im Abgehen deine Schachcomputer? Wenn deine Ideen doch so viel besser sind als die der Computer. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Das ist ein Paradoxon, welches ich mir nicht erklären kann. So, ich mache mir eine kurze Pause. Ich muss mal was essen. Ich könnte auch während des Videos essen. Achso, war nicht fertig. Was möchten Sie denn spielen? Turm A8, wohingegen sich die Taskleiste es nicht nehmen lassen konnte, sich auch wieder ins Bild zu schleichen. Was rechnet er denn hier? D4, B6. Aha. Ja, kann man nicht zugegen sagen. Thank you.
So, mal ganz kurz gucken hier. Ach, noch gar nicht dazu. Wer tackert denn hier bei Nacht und Wind? Es ist der Mephisto 3 mit seinem Kind. Turm A8. Was zu trinken, wo ist die Pulle hier? Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich das Ganze hinstelle hier. So, hier vielleicht hin. Turm DA8, Turm Springer D2B3. Info, D4B6. Wer hier? D4E5. Ja, wo der Turm schlägt, komm. Glaube ich. Keiner nur Turm schlägt. D6, D5. Ja, die doch den Bauern dann ab. Und rechnet auch mit D6, D5.
Schwerspringer D2. Der Zug hat sie wohl angetan. Ja gut, er deckt sich den Bauern. E4 D5, F6 D5, C1 A1. Was ist denn mit? Halt hier das hier. Sehe ich gedacht, Läufer F6 schlägt, Dame F6 schlägt, D5 schlägt, weil ist er gefesselt am Turm. Da kommt aber, schlägt mit Schach hier, König beiseite. E4 D5. Man könnte Turm E8 ziehen. Wenn dann ganz unbedacht Springer C5 Schach käme, käme Läufer Dame schlägt, Dame E1, Turm, Turm Matt. Also das wäre ja schon mal kaputt. Einbauen hat er noch mehr. Der Mephisto 3, das hat aber nicht viel zu sagen. In der ersten Partie hat er sogar zwei Bauern mehr gehabt. Im Endspiel. Also ungefähr so figurenmäßig wie hier. Die Verteilung. Aber nur nicht einen mehr bauen, sondern zwei. Ja, wohl damit Springerschach. Deswegen zieht der König beiseite.
droht kein Springerschach mehr. Also H5 meinetwegen, Springer D6 Schach, König beiseite, Damentausch und dann hängt der Turm. Wie eben, wenn es hier ist, es hat der C-Bauer, wenn irgendwie oder B-Bauer, wenn die beiden Bauern marschieren hier und die schaffen den Freibauern, dann könnte das auch wieder gefährlich werden. Aber die müssen erstmal losmarschieren. Gestern Abend habe ich mir den ersten Star Trek Film angesehen, also The Motion Picture, mit dem V'ger, der zur Erde zurückkehrt, um seinen Schöpfer zu finden. Also diese Voyager-Sonde, das war so verschmiert, dass nur V'ger zu lesen war. War okay, der Film. Aber es war ja der erste Star Trek. Das nächste gucke ich den Zorn des Khan. Da habe ich, glaube ich, die Blu-ray-Box von Star Trek 1 bis 10. Da werde ich jetzt nach und nach werde ich jeden Star Trek-Film gucken. Also von 1 bis zu, wie heißt das? B1 war der neueste. Von 1 bis nach B1. Einen weiteren Star Trek-Kinofilm hat es ja nicht gegeben, weil der Kirk-Darsteller hat sich da gesagt, er hat keine Lust mehr. Okay, das sieht aber irgendwie... Ups, ja, fantastico, Thomas! Super gut! Fantastico! Meine Güte, als er erst mal verwirrt hier. Was für ein Idiot macht da die Züge. Ich glaube, das hat jetzt sein Schicksal besiegelt hier. Das ist wohl jetzt kaputt und totale, würde ich mal sagen. Jetzt werden noch die Damen getauscht. Wenn der auch noch getauscht wird, ist es das gewesen. 1-1. Das Ergebnis, weil, sagen wir mal ehrlich, mit den beiden Freibauern, die dann entstehen, er muss ja sogar nehmen, das ist kaputt. Eine gelungene Revanche mit Schwarz. Ja, und dann kann er zwei wieder nehmen, oder Läufer nehmen, dann hast du zwei super gefährliche Freibauern, das ist doch kaputt. B4. Ich will deinen schäbigen Bauern nicht. Mein Bauer marschiert sofort.
Ich dachte, Läufer C3 schlägt und dann B4. Allein schon mit der Läufer-Diagonale. Da kann der Läufer auf der Diagonale nichts machen und da kommt einfach B4, B3, B2. Das ist Ende. Aber B3? Na gut, Läufer F6, B2, C4. Also ich hätte doch Läufer schlägt C3. Ich hätte den Bauern erstmal mitgenommen. Also ich habe das, habe ich. Und dann B4. Der Läufer deckt F6 ab. Also mit Läufer F6 auf der Diagonalen ist da nichts mehr. Ist immer noch gewonnen, aber mir hätte Läufer C3 eben besser gefallen. Aber es ist eben diese Selektivität wieder rausselektiert. C4. An dieser Stelle drehte er völlig durch. Ja gut, A5 schlägt C3 und dann jetzt C3, was will er machen? Läufer F6, C2, Läufer B2. Stellt er das jetzt ein? Wie der Thomas Hendricks immer gesagt hat, an dieser Stelle drehte er völlig durch. Das ist so Quark gewesen. Das ist ein Verlustspiel. Was für ein Müll. 2,44, der Mephisto lacht sich kaputt. Meine Güte, was eine Lusche. Statt es einfach zu gewinnen mit Läufer C3 schlägt. Läufer C3 schlägt, B4, B3, B2. Ich gratuliere dem Mephisto 3 zum Gewinn. Macht er so ein Crap? Also ich weiß nicht. Das war jetzt aber in beiden Partien eine gute Stellung so weggeschmissen. Wegen so ganz merkwürdigen Entscheidungen. Läufer schlägt hier. Da kann der Läufer F6 nicht machen, um da was zu blockieren. Und dann marschiert der Bauer einfach. B4, B3, B2, das ist gar nichts mehr gegen zu machen. Aber so total sinnlos die Figur zu geben, was bringt denn eigentlich jetzt dazu? Denkt da, der Bauer wäre so schnell? C3, Läufer F6, C2, Läufer B2 und dann Mephisto exklusiv 4 lacht sich kaputt über diesen Bauern, weil das wird nie eine Dame werden. Eventuell nur Läufer C1, Läufer H6 schlägt oder so. Der König klebt ja erstmal am Bauern dran. Wie kann er so ein Crap spielen? Minus 2,86. Plötzlich erwacht er aus dem Koma. Läufer F6, C3, Läufer E5 schlägt, C2, Läufer B2 schlägt. Oder er macht König D5. Läufer F6, König D5, A6, C3, A7, C2. Dann müsste aber eher König D6 ziehen. Weil sonst ist A8 Dame. Läufer F6. Jetzt König D6, A6, C3, A7, C2 und Dame geht nicht wegen C1 Matt. Ja doch, ihr verschätzt hier. 3,21, der Mephisto freut sich noch und lacht sich in den Sonnenschein hinein. Ich würde sagen, König D6 würde ich doch mal sagen, statt C3, was er eben so machen will. Da spielt er ja nur Crap in letzter Zeit hier. König D6, ganz klar, muss man machen. Der Bauer muss gehalten werden als Blockade. Da kommt meinetwegen A6, C3, A7, C2 und dann kann er sowieso keine Dame holen. Läufer G5 geht auch nicht. Der König kann ranmarschieren. König D6, König F1, C3, König E1, C2, König D2. Also das reine Marschieren des Bauern ist, deswegen will er wohl C3 ziehen. Das ist doch total im Eimer. Wie kann er so eine totale Gewinnstellung in so eine. In so einen Schrotthaufen verwandeln. Wie viel Megahertz braucht er denn noch? 1000, 1 Gigahertz, dann spielt er okay. Da fragt man sich auch, wie denn das Standardgerät spielt. Das muss er erstmal korrekt gespielt haben. Da muss man schon Tourneepartien spielen, weil sonst spielt er nur Müll. Also da ist schon sehr enttäuschend hier, dass er die Stellung nicht gewonnen hat. Läufer C3 schlägt einfach und zwei Mehrbauern. Zwei Freibauern am Damenflügel. Und kommt auf die wahnwitzige Idee, er müsste irgendwelche Opfervarianten an den Tag legen. Er könnte noch versuchen, König A-B5, König schlägt und dann König C4, B3. Ich glaube, die Sache ist gelaufen. Der Mephisto lacht sich kaputt hier. Gott, was für ein Idiot. Was für ein Spinner. Endlich kann ich wieder brillieren hier. Meine Güte. Ich würde das ja nicht so mehr sonderbar finden, wenn er nicht total auf Gewinn gestanden hätte. Das ist ja quasi eine Gewinnstellung,
mit seinen merkwürdigen Opferambitionen in den Verlust geritten. Hat er jetzt gedacht, der Bauer gewinnt das von alleine? Egal, Bauer, Bauer, Bauer. Go, Bauer, go. Oder sowas in der Art. Das ist eine ganz, ganz sonderbare Partie, die hier am Start ist. C3, Läufer B2, er muss erstmal König B5, da kommt König D1, E2, D2, der Bauer ist weg. Einfach die Mehrfigur. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Vielleicht könnte er nach C2, Läufer B2, König B5 sogar mit F4 einfach den nächsten Bauern marschieren lassen und das einfach so gewinnen. En passant, F3 schlägt, König A5, dann F4, dann müsste er wieder rüber marschieren. Ach, das ist doch nicht normal. Meine Güte. Ist er noch ärgerlicher wie der Supermundial mit seinem, statt mit dem Bauernzug den Turm anzugreifen, der Turm muss ziehen, der König zieht hoch, der Turm ist weg. Verliert er das noch? E5, F4 geht auch, weil er hat ja noch 1000 Felder hier zur Wahl, um da was gegen zu machen. Zackus. Dein Bauer ist Toilettenpapier. Ich lache über deine überlegene Rechengeschwindigkeit hier. Er kann sogar Läufer D2 jetzt ziehen, da kann er sich den A-Bauern gar nicht abkassieren. Da müsste er also den C-Bauern schon geben, um den A-Bauern zu schlagen. Das ist dermaßen kaputt jetzt hier. Unfassbar. Zwei gewinnen zwei Partien. Die eine hätte Remis werden können, die eine war eigentlich gewonnen. 0 Punkte aus anderthalb. Oder statt anderthalb 0. Also das ist ja eine Gurkennummer. Also da liegt es am selektiven Programm. Der selektiert zu viel raus. Warum selektiert er Läufer C3 schlägt raus? Was eigentlich recht logisch aussah. Und spielt B4. Und noch schlimmer, nach B4 deckt er sich den Läufer immer noch nicht. Nimmt nicht mit dem Läufer, unterstützt den Bauern und gewinnt die Sache einfach, weil der Läufer irgendwann fällt. Also ganz, ganz sonderbar. Also als einzigen Schachcomputer, den Mephisto 3 zu haben, in ungetunter Version. Selbst wenn man Bezirksklasse spielt, wird man da nicht glücklich mit. Also eine ganz schwache Nummer des Mephisto 3. Weil man sieht ja, da würde ja ungefähr eine Minute, der hat quasi eine Minute oder was gebraucht. Das ist ja noch beschleunigt, das ist ja der Witz an der Sache. Und selbst wenn er nach 30 Sekunden in seinen wahnwitzigen Kram da gespielt hat, statt Läufer schlägt C3, dann wäre das immer noch mal 10. Das ist ja schon beinahe ein Witz. Der Mephisto lacht sich hier kaputt, er spielt die Stellung in den Schutt. Ich hab es mir doch gleich gedacht. Als letzter habe ich gelacht. Zwei ganz schwache Partien des Mephisto 3. Und das ist auch nicht hier die Rechengeschwindigkeit oder was. Läufer schlägt C3 muss man einfach machen. Eine ganz schwache Nummer. Man kann so einfach Läufer D2 ziehen, deckt sich einfach den Bauern gemütlich ab. Wenn er Dame holt, schlagen. Wenn er Schlag schlägt, fällt er auch noch. Und da läuft nämlich davon. Auf Läufer D2 klebt der König höchstens noch einen Bauern fest. Auf Läufer A6 schlägt. Jetzt hat der Mephisto exklusiv 4 eine Totalgewinnstellung. Und der lässt sich die nicht von mir wegnehmen. Aber wie blöd! B4 statt Läufer schlägt C3 und auf B4 schlägt noch den Bauern marschieren zu lassen. Als ob die Priorität war, diesen Bauern rennen zu lassen. Go, Johnny, go. Und hat gar nicht gemerkt, dass es überhaupt nichts bringt. Das Problem ist, selbst wenn er ihn bekommt, hier rüber marschiert und den Läufer bekommt. Es kommt ja eh H4. Und dann rennt eh der Bauer durch. Dann steht er auf C1 und dann kommt einfach H4 und der Bauer läuft automatisch zur Dame en passant und dann H3 schlägt. Und D2, E3, F4 und dann G5, dann ist es sowieso durch. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Also in der Standardvariante weiß der Mephisto 3 überhaupt nicht zu überzeugen. Man sieht ja schon 36 Sekunden für diesen einen einzigen Zug, während er mit 15 Minuten die Partie spielt. Der rechnet ja ungefähr so eine Minute pro Zug im Durchschnitt. Das wären bei 15 Zügen, hätte er die Zeit schon überschritten. G3, Fantastico. Meine Güte, ich tanze gleich auf dem Tisch hier und steppe dazu. Während der Mephisto sich immer mehr kaputt hat, kommt von Lachen gar nicht mehr in Schlaf.
Meine Güte, selten so herrlich gelacht. Stell dir vor, du hast das einen Mannschaftskampf. Und der Gegner hat diese Stellung. Und dann kriegt der Gegner das große Kribbeln im Kopf und spielt plötzlich hier so eine Variante. Da lachst du dich doch kaputt. Meine Güte. Was muss passieren, dass man so eine Variante auspackt? Statt einfach Läufer C3 schlägt, so eine merkwürdige Variante spielt und dann die Figur weniger. Das hätte sich so einfach gewinnen lassen. Ich wette, jeder andere Schachcomputer, selbst der Rebell und was weiß ich, die hätten das alles anders gespielt. Diese fast schon überhebliche Art. Dann zu meinen, man rennt sowieso mit dem Bauern durch, mach doch, was du willst, der Bauer rennt, und dann den Läufer noch zu geben. Während er es nicht fassen kann. Das kann doch nicht sein. Wieso nimmt er nicht den Bauern? Gibt's er nicht auf, Alter? G3 schlägt F2, Schachuz, König schlägt zurück. So ein Tag, so wunderschön wie dieser. Meine Güte. Die Mannschaft des SV Buxtehude führte 10 zu 0, kassierte aber dann 11 Elfmeter und verlor noch. Also das war jetzt eine ganz schwache Nummer. Das war das Problem mit diesem Selektiven. Dass er einfach den Faden verlor. Das war aber in der Partie vorher auch so. Erst stellt er den Bauern E5 ein und kann den nicht wieder nehmen wegen Matt. Zwei Züge später gibt er die Dame, weil er wohl meint schon so platt zu stehen. So eine ähnliche Geschichte. Auch vorher schon zwei Mehrbauern mehr. Und das dann so zu verheizen und gerade dann, merkwürdigerweise, wenn es auf eine Stellung zugeht, die doch Position zugeht, die doch immer weniger Varianten oder immer weniger Puppen, also mehr Rechentiefe. Lippo, ich gebe auf, ich gebe zu, ich habe nicht gut gespielt, der Lippo muss denen zustimmen. Mephisto exklusiv gewinnt. Na gut, der Bauer marschiert jetzt einfach nach König C4. Gewinnt mit 2 zu 0. Verdient, weiß ich nicht. Wer so ein Crap spielt, hat auch keine Gewinnpartien verdient hier. Beide abgelost, beide nicht in Verluststellung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.